Hier explodiert eine Landmine, als ein russischer Panzer in sie fährt. Drohnenaufnahmen zeigen, wie der T-62 direkt auf eine Reihe von Panzerabwehrminen in der Region nördlich von Bachmut zusteuert. Diese hatte die russische Armee nach Angaben der ukrainischen Streitkräfte selbst gelegt. Die Soldaten blieben bei dem Vorfall offenbar unverletzt. In Bachmut hatte die Ukraine im Juni ihre Gegenoffensive gestartet. 3 Wochen nach ihrem Beginn sagen ukrainische Offizielle, dass die gemeldeten Fortschritte nur ein vorbereitender Schritt für die Hauptoperation seien. Demnach laufen derzeit die Vorbereitungen für weitere Gegenangriffe.